Im Jahr 2021/22 habe ich das letzte Mal eine aktuelle Darstellung der Zeitlinie von Adam bis Jesus Wiederkunft veröffentlicht, die auf dem Erkenntnisstand von 2019 beruht. Durch den Regierungswechsel Angela Merkel zu Olaf Scholz. Da im Jahr 2024 das nächste große Ereignis eintreten kann, wie der Stiftshüttenbau im Irak oder die Ankunft der Stadt Babylon aus dem Himmel oder der Exodus der 10 Stämme Israels und damit die nächste heiße Phase beginnen könnte, der biblischen Endzeitprophetie, rufe ich nochmal jeden Christen und Wahrheitssuchenden in Erinnerung, die letzte kostbare Zeit zu nutzen, bevor man in die Ereignisse ohne das nötige Wissen oder Umkehr eintritt. Möge jeder Christ sich weiter heiligen und an sich arbeiten, Jesus Christus ähnlicher zu werden und jeder Wahrheitssuchende sich endlich mit der Bibel beschäftigen. Die letzten 47 Jahre bis zur Wiederkunft von Jesus Christus können in den nächsten 7 Jahren starten laut Bibelchronologie. Nutzt die Zeit und ich rufe noch einmal in Erinnerung, dass 90% der Weltbevölkerung in diesen 47 Jahren sterben werden. Wer den Vortrag noch nicht gesehen hat von 2019 oder 2022, der schaue ihn sich mit oder ohne Erklärung in der Lang- oder Kurzversion am Ende des Videos eingeblendet nochmal an. Oder die Links im Infobereich oder Kommentarbereich, dort findet sich das auch. Möge der heilige Gott Vater und der Herr Jesus Christus mit euch sein. Amen. Bumm, Ende, Neuanfang. Eine leere Welt, damit der neue Mensch sie wieder aufbauen kann. Die menschliche Rasse wird jede Chance bekommen, sich zu entwickeln. Und wenn sie es nicht tut? Verzeiht, ich weiß, ihr meint es gut. Ihr habt es nur nicht zu Ende gedacht. Ihr wollt die Welt beschützen, aber ihr wollt nicht, dass sie sich ändert. Wie kann die Menschheit gerettet werden, wenn sie sich nicht ändert? Das Leben entscheidet immer. Die Geometrie des Glaubens